Heute ist ein großer Tag für Sie, Paul. Ein großer Tag? Ja. Das ist eine Überraschung. Ich habe mir gedacht, Sie könnten mal etwas Abwechslung gebrauchen. Paul, Sie werden heute einen neuen Roman schreiben. Ihre größte Leistung überhaupt, Miseris Rückkehr. Miseris Rückkehr. Ich weiß, Sie wollten sie nicht umbringen. Und jetzt machen Sie es wieder gut. Das ist einfach mir zu ehren, weil ich Ihnen das Leben gerettet und Sie wieder gesund gepflegt habe. Oh, Paul. Darum beneidet mich dann sicher die ganze Welt. Sie denken, dass ich mir einfach was aus den Ärmeln schüttle, oder? Ach, ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Begabung. Außerdem wird der Blick Sie inspirieren. Nehmen Sie das in sich auf. Ich bin gleich wieder da. Und schauen Sie mal, was ich Ihnen noch besorgt habe. Was denn? Diesen tollen Laptop. Und ich habe sogar eine Ermäßigung darauf bekommen, weil das N nicht funktioniert. Ich habe zu der Verkäuferin gesagt, N wäre einer der Buchstaben im Namen meines Lieblingsschriftstellers. Aha, und zwei Buchstaben im Namen meiner Lieblingskrankenschwester. Nee. Sie schaut's, Keks. Und war ich gut? Einfach großartig. Und zur Feier des Tages werden wir heute Abend hier gemeinsam essen. Ich habe schon alles eingekauft. Es gibt Muscheln. Ach, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Ich kann keine Muscheln essen. Nee. Wieso nicht? Das verstehe ich nicht. Ich vertrage sie einfach nicht. Ist das nicht erstaunlich? Ich dachte, ich sage sie Ihnen lieber gleich, bevor Sie wissen schon, bevor ich an Atemnot ersticke und Sie hier den ganzen Aufwand umsonst gemacht hätten. Danke, dass Sie an mich denken. Kann ich Ihnen sonst noch was holen, wenn ich extra für Sie ins Dorf fahre, um anderes Essen zu besorgen? Andere wichtige Anforderungen, die erfüllt werden müssen? Möchten Sie vielleicht noch ein kleines Diktiergerät? Nein, so war das nicht gemeint, Annie. Sind Sie sicher? Denn wenn Sie wollen, werde ich den ganzen Laden für Sie herbringen. Annie, was ist los mit Ihnen? Was mit mir los ist? Ich sage Ihnen, was los ist. Ich opfere mich auf für Sie. Ich versuche alles, um Sie glücklich zu machen. Ich füttere Sie, ich wasche Sie, ich ziehe Sie an. Und was kriege ich als Dank dafür? Annie, ich kann das nicht essen! Annie, ich werde ersticken! Gut, ich besorge Ihnen Ihr blödes Essen, aber Sie sollten mir dafür lieber etwas mehr Dankbarkeit entgegenbringen, mein Herr! Komm schon, du hast darüber geschrieben. Mach's doch. Jetzt mach's doch bitte.
Na, was sagt's denn? Das funktioniert. Hallo? Hallo? Weiß gebadet.
Ihr Gesicht ist knallrot. Was haben Sie gemacht? Sie wissen verdammt gut, was ich hier gemacht habe. Ich sitze hier und habe Schmerzen. Ich brauche meine Pillen. So können Sie doch heute Abend nicht zu unserem Essen. Ich mache Sie erstmal wieder frisch. Nein, nein, ich brauche meine Pillen jetzt. Das dauert doch nicht lange. Nein, Annie. Sofort. Ich will, dass meine Schmerzen weggehen. Annie, bitte. Es bricht mir das Herz, wenn ich Sie so sehe. Ich habe viel nachgedacht auf der Fahrt. Und ich bin mir absolut sicher, der Hauptgrund, warum ich nie sehr beliebt war, liegt in meinem Temperament. Sie müssen so wütend auf mich sein. Na, sagen Sie die Wahrheit. Wer liest nicht hin und wieder mal etwas Dampf ab? Mein Genie wird jetzt erstmal wieder frisch gemacht. Dann können Sie weiterschreiben. Wie wär's denn noch mit etwas Kerzenlicht auf dem Tisch? Annie, Sie haben mich erschreckt. Was ist passiert? Der Regen. Manchmal macht er mich schwermütig. Am Anfang, als Sie herkamen, da liebte ich nur den Schriftsteller Paul Sheldon. Aber jetzt weiß ich, ich liebe auch den Rest von ihm. Ich weiß, Sie lieben mich nicht. Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es doch tun. Sie sind ein gut aussehender, geistreicher und berühmter Mann von Welt. Und ich bin kein Filmstar-Typ. Sie werden nie die Angst erfahren, wie es ist, jemanden zu verlieren wie Sie, wenn Sie jemand sind wie ich. Annie, warum sollten Sie mich verlieren? Paul, ich weiß, Sie waren draußen. Was? War ich nicht. Zuerst konnte ich mir nicht vorstellen, wie Sie es hingekriegt haben. Aber dann habe ich Ihren raffinierten Schlüssel gefunden. Gestern Abend wurde mir alles klar. Ich habe erkannt, dass Sie nur etwas mehr Zeit brauchen. Letztlich werden Sie die Vorstellung, hier zu leben, akzeptieren. Paul, wissen Sie, wie es damals in den Diamantenminen war? Wissen Sie, was man mit den Arbeitern gemacht hat, die Diamanten gestohlen haben? Nein, keine Angst, man hat sie nicht getötet. Das wäre ja, als würde man einen Mercedes wegwerfen, nur weil eine Feder gebrochen ist. Nein, wenn man sie erwischte, dann musste man dafür sorgen, dass sie weiter arbeiten konnten. Aber man musste auch dafür sorgen, dass sie nicht mehr weglaufen konnten. Die Operation wurde Humpeln genannt. Annie.
was Sie jetzt auch vorhaben. Bitte, tun Sie es nicht. Oh. Annie. Tun Sie es nicht. Annie, bitte. Annie, großer Gott, um Gottes Willen. Annie! Schatz, vertrau mir! Annie! Es ist nur zu deinem Besten! Annie! Oh, nein! Oh!